von Sturm Graz hat in 4 Bundesligaspielen im Frühjahr bereits 3 Tore erzielt. Er ist also sowas wie der neue Goalgetter der Grazer. Dabei ist er eigentlich ja Verteidiger. Doch das war nicht immer so. Welche Positionsvergangenheit hat der bei Salzburg ausgebildete Niederösterreicher? Ah, einer als Torhüter. Doch weil er Wachstumsschub ausblieb, rückte er in der U12 in die Innenverteidigung vor. B. Einer als Stürmer natürlich, vor allem für Kopfballtore und Präsenz im Strafraum, war er berühmt und berüchtigt, was seine Torgefahr erklärt. C. Er war Mittelfeldspieler, sogar Achter, manchmal Zehner, dirigiert heute aber nur mehr die Abwehr und nicht mehr im Mittelfeld. Ja, man muss mir sagen, wann? Es kommt drauf an, in der U7 war er sicher Stürmer, weil jeder, der kicken kann, ist Stürmer in der U7. Er war bis zu seinem ersten Profi-Einsatz immer auf einer anderen Position im Einsatz. Immer für eine andere Position. Und jetzt habe ich die vorweggenommen, dass es A nicht war. Ja, dann ist es natürlich 6er, 8er. Richtig. Ja. Jetzt hat die der Nachfrage, habe ich es jetzt aber die gleich gemacht. Naja, aber du musst schon konkret werden, dass jeder U7, U8-Spieler war Stürmer, der am Ball treten kann. Er ist tatsächlich, also David Affengruber ist tatsächlich im Juli 2019 umgepolt worden von Bo Svensson, von dem. Damals war er aber 6er. Keine Ahnung. War damals eher 6er, ja, hat aber davor auch immer als 8er oder als 10er mal gespielt. Hm. Hat er zu mir im Interview gesagt. Zitat, ich war eigentlich immer als Zehner oder Sechser im Mittelfeld im Einsatz. Mein erstes Pflichtspiel für Lieferung habe ich dann allerdings als Innenverteidiger absolviert. Ja. Zitat, Bundesliga-Journal, Interview vor einem Jahr. Und damals hat er auch gemeint, dass er sehr viele Chancen sich erarbeitet hat, im Herbst 2021 aber zu wenige Tore machen konnte. Das waren damals vor allem Kopfballchancen, die er hatte. Und dieses Jahr tatsächlich läuft es ja ganz gut. Wobei er hat auch ein Eigentor gegen Austria Klagenfurt fabriziert. Das haben wir jetzt ausgelassen. Aber war ganz interessant. Sehr schön. Dann. Zwar Liga 2 Tron. Machen wir das schnell, oder? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hans Bürger ist sichtlich begeistert und fragt sich wahrscheinlich auch, lieber Fabio, ich frage es dich deshalb, wer kann Blau-Weiß Linz denn heuer in diesem Frühjahr noch aufhalten? 8 Siege in Folge, letzte Niederlage am 2. Oktober gegen den FAC in 1-2.